Hallo. Hi. Schau, Gott gut? Segne dich. Ja. Gott segne euch auch. Ja, ja, wir eine kleine Info für dich, seitdem du deine Kopfhörer hast, ist es viel lauter geworden. Das wollte ich nur ganz kurz loswerden. Ach so, das okay, haben, dann mache ich das mal aus. Das haben die anderen halt auch gemerkt, deswegen. Genau. Jetzt ist es schön leise. Ja, jetzt, ja ist jetzt ist viel angenehmer. Dankeschön. Eine Frage. Ihr könnt ja auch, könnt ihr Arabisch, ihr beide? Nein, also ich habe in der Schule gelernt, aber ich habe alles vergessen. In der Schule so. In Iran ist das Pflichtfach und ich konnte besser Arabisch, aber da, jetzt mittlerweile habe ich auch schon wieder alles vergessen. Ach so, okay. Naja, ich stelle einfach trotzdem mal meine Frage. Also die ganze, also ein Teil meiner Familie ist ja orthodox. Ich bin ja Aramäerin aus Syrien und genau. Die verstehen halt nicht, wie ihr das ja auch wisst, das ist ja nichts Neues, dass die denken ja, bei denen steht ja in der Bibel auf dich, wo Jesus gesagt hat, Jesus sprach zu Petrus, du bist Petrus und auf diesem Felsen will ich, meine Kirche steht bei denen, Kniese bauen. Matthäus 16 meinst du, ja. Genau, 16, 18, genau. Und da wollte ich halt fragen, ob ihr irgendwelche Videos auf YouTube kennt, die wirklich von einem gesegneten Bruder sind, die das wirklich so auch mal erklären, dass es nicht das Gebäude ist, sondern dass wir ja, also die Braut Christi, Ekklesia. Ein geistiges sind. Gebäude. Ja, genau, geistiges Gebäude. Im 1. Petrusbrief sagt der Apostel Paulus ja, dass die Gemeinde Christi ein geistliches Gebäude ist und nicht ein steinliches Gebäude auf der Erde errichtet, sondern ein geistiges Gebäude ist, wo jeder wiedergeborene Christ als eine Art geistiger Stein diesen Tempel Gottes ja ausmachen, da hineingesetzt werden, um ein geistiges Tempel zu erschaffen. Das Wort Gottes sagt, was es ist. Du musst nicht mal von außen jemanden holen, sondern die Schrift legt sich selber mit der Schrift aus. Ja, ja, aber das ist ja halt, wenn ja, die sind ja, die verstehen das irgendwie halt nicht, ne, weil, ja. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich verstehe das einfach nicht. Und dann wird auch halt gesagt, dass, ihr wisst ja, ne, dass die Orthodoxen, das habt ihr ja auch eben besprochen und auch erwähnt, dass die ja auch zusätzliche Bücher noch haben. Und aber in der Offenbarung steht ja ganz klar, wenn irgendetwas noch hinzugefügt wird, ne, dann genau. Das, deswegen werden sie die Plagen bekommen. Das ist eine Prophezeiung auf die orthodoxen Katholiken, die in der Offenbarung, in der Apokalypse, diese Plagen, die Gott für die Welt vorbereitet hat, die apokalyptischen Gerichte, dass die das auch also spüren bekommen. Das ist eine Warnung. Aber das steht ja schon fest. Das heißt, die werden ja nur die wenigsten orthodoxen Katholiken werden ja wiedergeboren. Die Masse geht ja verloren. Die Masse leider. Wird ja die Entrückung verpassen, ja. Und deswegen werden wir die Plagen bekommen. Dann kommen ja solche Argumente wie, Gott hat nicht alles aufschreiben können, weil das Buch wäre zu dick gewesen und man hat auch sehr viel mündlich den Aposteln mitgegeben und da tut einem das Herz weh, wenn man sowas... Als würde Gott Fehler machen und wüsste nicht, was in seinem Kanon reinkommt, was nicht in seinem... Ja, die schränken Gott ein halt, ne? Genau. Oh Mann. Ja. Und, also habt ihr keine Empfehlung vielleicht, dass man irgendwie mal da ein Video... Nee, habt ihr nicht. Du musst ein bisschen selber suchen. Ich gucke mir auch nicht so gerne Leute an, da die halt predigen, für mich sind die alle sowieso lauwarm. Und also nicht versiegelt mit dem Heiligen, die sind nicht wiedergeboren. Aber es kann sein, dass du den einen oder anderen Predigt dazu findest. Einfach, weiß nicht, Matthäus, Fels, Petrus eingeben als Schlagwort und vielleicht findest du da was. Ja, genau. Ich probiere es einfach mal. Genau, dann gebe ich das mal auf arabische Sprache ein. Vielleicht kommt dann irgendein Prediger, der das dann auch vielleicht mal äußert in seinem Video. Genau. Ja. Gut. Zeige Ihnen auch die Stelle mit dem 1. Petrusbrief, ja, dass die Gemeinde Jesu ein geistliches Gebäude ist und wir sind lebendige Steine, die diesen Tempel da ausmachen. Dass wenn die Schritte der Schrift glauben, dann muss es auch reichen. Ich weiß nicht, warum das nicht reicht. Ja,
Ja, ich weiß auch nicht. Also die sagen immer, ja, die Bibel, also die sind immer so Besserwisser. Die Bibel, das muss man halt schon ganz gut wissen und man kann nicht einfach sich da und da was rauspicken. Und ich denke mir so, okay, ihr seid diejenigen, die sich da und da was zurecht rauspicken, so, ne? Aber ja, wenn die Herzen verstockt sind, dann sind sie verstockt, ne? Und dann sind sie auch geblendet. Ja. Genau. Aber gut, wir müssen tun, was uns der Herr Jesus aufgetragen hat. Dass wir auf den ganzen Fall. Ratschluss Gottes verkünden und nicht aufgeben, ne? Egal wie oft. Wir müssen immer wieder, wenn wir eingesetzt werden, versuchen, die aus dem Feuer zu ziehen. Ja, Judas 1. Wir müssen alles ansetzen, sie aus dem Feuer rauszuziehen. Ne? Genau. Ja, auf jeden Fall. Und ich werde diesen Weg gehen und alles, was in meiner Macht oder in meiner Kraft durch den Heiligen Geist liegt, werde ich tun und genau für die Menschen auch beten. Und mehr kann man nicht machen, ne? Genau. Sehr gut, sehr, ihr Lieben. Sehr, sehr gut. Dann, Herr segne euren Frieden. Ja, danke. Dankeschön. Und die Gnade und der Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch beiden, ne? Auch mit dir und dem Herzen. Dankeschön. Bis bald. Ciao. 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 Was ist das denn? Achso. Ich wollte nur was zu diesem Fall. Ich wollte nur, dass er ein Songredner. Eine Armee hat so viele Songs geredet, ich weiß nicht, welchen ich zuerst. Auch die sagt: Wach doch lieber auf. Oder wie war der Armee? Das ist auch ein Ohrwurm. Das ist auch ein Ohrwurm. Ich wollte nur was ergänzen. Ich habe so einige Lieder schon hier herausgebracht. Ne? Stay away from the star. Mach doch eine CD, Amir. DJ Dr. Abu Amir. Besser, eine CD mit dem Best-of von Dr. Sheikh Abu Amir. Ein Best-of. Greatest Hits, Sheikh Abu Amir. Ich wollte nur was erinnern zu diesem Kumran. Die greatest Hits, anstatt Hits. Aber keine Hits. Ich wollte nur was ergänzen, Reza, zu diesen Kumran-Rollen. Wie zufällig, dass das ein Mohammed findet, das Buch Jesaja mit den meisten Prophezeiungen auf Jesus, die sich alle erfüllt haben. Und ganz zufällig, wie viele Kapitel hat Jesaja? Jesaja hat 66. 66. Und wie viel Bücher hat die Bibel? Ja, die Bibel auch 66. Also hiermit gibt uns Gott noch ein Zeichen auch für das Kanon. Das kann man auch da drin sehen. Und ich wollte noch sagen, Amir, falls du dich schwach fühlst, Bruder, so ein Milch-Kamel-Lulu-Shake. Du hast heute noch kein Geld gegeben, also Mensch mit dir. Okay, ihr Lieben. Gott segne euch. Macht's weiter so. Ja, okay. Gott segne dich, mein Lieber. Sehr gut gesagt. Sehr gut gesagt. Ja, das war heftig. Ne? Auch da hat der Herr dran gedacht. Auf sein Kanon sozusagen uns zu beweisen. Ne? 66 Seiten sozusagen von Jesaja, 66 Kapitel und auch 66 Bücher in der Bibel. Ne? Ja, genau. Ja. Aber wie der Herr arbeitet, das ist für mich absolut phänomenal. Ne? Ja. Ich wollte nur eine Talk zu sagen, aber an mir. Ich habe eine Kurzfrage. Ich glaube, ich habe einen Abschluss gesagt.
Nochmal? Besser. Ja. Willst du dir nicht auch einladen? Besser? Nein, nein, nein. Ich bleib beim Namen. Jetzt ist aber nicht dabei. Aber nicht dabei. Nein, nein, mein Name ist wunderschön, so wie der ist. Es darf nichts hinzugefügt werden. Du hast mit meinem Namen. Das ist ein richtig schlechter Name, ne? Ich bin ein Imam. Der zwölfte Imam. Imam Reza, der zwölfte Imam. Wahnsinn. Ja, jetzt bist du auf der anderen Seite, zum wahren Glauben an den Herrn Jesus Christus. Mann. Ja, jetzt bin ich ein wahrer Imam. Ein Imam, ein Gelehrter für den Herrn. Amen. Das ist auf der ganzen Welt, ne? Auf der ganzen Welt, wie die Leute sich für Jesus Christus interessieren. Ne? Und auch in der arabischen Welt, die Herrn Jesus Christus auch. Und zu glauben kommen, eigentlich auch, dass das dann wirklich der Wahnsinn ist. Ja, hoffentlich sind auch wirklich wiedergeborene Kinder Gottes dabei und nicht einfach nur irgendwelche, ja, Larifari-Gläubige. Das ist die Gefahr immer dabei. Sollen wir jetzt langsam mal Schluss machen, Risa, und dann später eventuell wieder live kommen, ja? Ja, wie du willst. Oder möchtest du noch was sagen? Oder will noch jemand hier rein? Was ich sagen wollte, nochmal zu dieser Sache mit dem Qumran-Rollen. Auch wieder dieselbe Geschichte, ja? Der Herr benutzt einen Moslem, wo eben seine Schriften herauskommen sollen, aber in Qumran wurden ja weitere Schriften gefunden. Nämlich auch wieder diese Apokryphen, die waren ja auch neben den Schriften des Alten Testaments. Das heißt, diese Essener, diese Sekte, die diese Schriften beherbergt haben, die hatten ja auch noch zusätzlich, weil das eine jüdische Sekte war, noch weitere Apokryphenschriften bei sich bewahrt. Und jetzt kann man da hingehen und sagen, ach so, da siehst du, die Apokryphen sind doch vom Herrn. Nein, sowohl das Buch, also das Wort Gottes wurde gefunden, als auch wieder, der Herr erlaubt das, dass die Leute aufgrund ihres falschen Herzens auf sowas reinfallen. Der Herr gibt sie dahin. Verstehst du das? Genau wie damals, ja, mit dem Kanon, mit der katholischen Kanon. Dass sie halt das Buch Gottes kanonisiert haben, das Wort Gottes, die 66 Bücher, aber zusätzlich noch aufgrund ihres falschen Herzens die Apokryphen mit reingenommen haben. Genau dieselbe Sache wie mit dem Koran von. Ja, stimmt. Ne? Also der Herr kann dann sozusagen auf beiden Seiten benutzen, aber auch die Leute dann ihres Weges gehen lassen, weil die sowieso mit einer falschen Herzeinstellung an die Sache auch rangeht. Ne? Und dann gibt er sie genau da auch dahin. Ne? Genau. Zum Beispiel Hebräer 6,4 ist immer eine klassische Stelle für Leute, die eine falsche Herzenseinstellung haben und nicht durchdringen wollen zur Wiedergeburt. Und deswegen sagt der Herr, die können auch abfallen. Selbst wenn die 10 Jahre lang Jesus gesagt haben. Das hat damit nichts zu tun. Der Herr bewahrt sie nicht. Wenn die gehen wollen, sollen die gehen. Verstehst du? Die sind nicht mit dem Heiligen Geist versiegelt, aufgrund ihres falschen Herzens. Und so gibt der Herr sie dahin. Der Herr sagt ja nicht in Hebräer 6,4, so, ihr habt zwar den Wunsch eures Herzens abzufallen, aber ich werde euch auffangen. Ich werde das nicht zulassen, dass ihr abfallt. Nein. Ja. Der Herr sagt, alles klar, ihr wollt aufgrund eures falschen Herzens abfallen, weg mit euch. Also geht. Freier Wille. So einfach ist das.
Ja, das ist richtig. Deswegen kann der Heilige Geist so einen Moslem beauftragen, sein Wort aus der Qumran-Höhlen herauszuholen und trotzdem zum Verderben dahingehen, zum Islam und Apokryphen. Jetzt ist es unsere Aufgabe, zu sagen, okay, das wurde zwar von einem Moslem gefunden, aber der Islam ist doch trotzdem falsch. Verstehst du? Die Differenzierung muss man ja dahin nehmen. Sonst könnte man ja sagen, ja, das wurde von einem Moslem gefunden, also ist der Islam richtig. Verstehst du? Nein? Wir müssen sagen, nein, der Moslem wurde benutzt vom Heiligen Geist, eben unsere Schriften zu finden, damit wir Klarheit haben, Beweis haben, Bestätigung haben. Und der Moslem sollte ja selber sehen, ja. Der Moslem sollte selber sehen, dass das, was er gefunden hat, eben auch das Wort Gottes ist, das unverfälscht ist. Und die Katholiken und so weiter sollen das auch begreifen, dass nicht der Islam und die Apokryphen die Wahrheit sind, sondern der Herr Jesus Christus und die Jesaja-Rolle. Nur, verstehst du, aber aufgrund ihres falschen Herzens, Einstellung, können sie es nicht wahrhaben. Gottes Segen. Danke dich, Gottes Segen. Reza, ich wollte dich fragen, was kannst du mir denn sagen über die Feuertaufe? Die Taufe mit dem Feuer ist das Gericht, wenn der Mensch die Feuertaufe. Er wird euch mit Heiligen Geist oder Feuertaufen, sagte Johannes der Täufer in Matthäus Kapitel 3. Ja, das ist damit gemeint, wenn der Mensch eben nicht mit dem Heiligen Geist getauft wird und wiedergeboren wird, wird er getauft werden in den Feuersee. Der wird getaucht in den Feuersee. Das ist die Taufe mit dem Feuer. Wie soll man das verstehen, getauft in den Feuersee? Was ist denn damit gemeint? Dass du da reingeschmissen wirst in den Feuersee. Du weißt ja, wenn die Leute getauft werden in einem See. Ja. Hast du schon mal gesehen? Ja, das ist die Taufe, nachdem sie eben wiedergeboren sind und als Zeichen ihres Glaubens und Wiedergeburt lassen sie sich ja in einem See oder was taufen. Ja. So. Aber wenn du nicht diesen Wiedergeburt erlebst hier auf der Erde, dann gibt es nur noch eine andere Taufe für dich in der Ewigkeit, und zwar im Feuersee, dass du da reingeworfen wirst. Da wirst du getauft. Mit dem Feuer. Ewig wirst du brennen. Also ich verstehe das Ganze nicht richtig. Also es steht hier geschrieben, ja. Einer wird kommen, der wird euch taufen mit Geist und Feuer, ne? Genau. Nein, mit dem Heiligen Geist und Feuer. Das heißt also, entweder wirst du mit dem Heiligen Geist getauft oder du wirst mit dem Feuer in den Feuersee getauft. Eins von den beiden. Sehr, sehr interessant. Du entscheidest. Ja. Du entscheidest, was du haben willst. Also der Herr Jesus ist der uns tauft, entweder mit Feuer oder mit dem Heiligen Geist. Also die, genau so ist das. Okay, ja. Also die in den Feuersee geworfen werden, die werden mit Feuer getauft sozusagen, so ist das. Genau. Der Herr wird dann befehlen, schnappt ihn und wirft ihn in den Feuersee. Und dann wird zähneknirschend sein und weinen. Bis in aller Ewigkeit. Sehr interessant. Okay, danke. Ich wollte das nur mal nachfragen, was du dazu sagst. Ne? Ich gebe dir was. Die Charismatiker, die falsche Bewegung des Satans, die Charismatik, benutzt das ja und legt das falsch aus und sagt, nein, wir müssen mit dem Feuer getauft werden. Heiliger Geist, taufe uns mit Feuer. Weißt du, worum die da bitten? Weiß ich nicht, aber dass sie das so auslegen, das habe ich schon gehört, ja. Ja, die sagen, dass der Dämon in ihm sagt sozusagen, wirf uns endlich in den Feuersee, diese Charismatiker. Verstehst du, was gedacht, die meinen, sich scheinbar nicht bewusst? Ich habe gedacht, die meinen, dass sie mit Feuer getauft werden, im Sinne von dem, dass die Bibel hier sagt, dass Gott ein verzehrendes Feuer ist, ne? Also ein geistliches Feuer. Ich habe immer gedacht, dass sie das so meinen. Ja. Ja. Gott ist ein Feuer, natürlich. Ja. Gott wird dich verbrennen, ewig. Ja. Absolut. Okay. Ja, das sind als Bilder des Gerichtes Gottes. Ja. Alles okay, klar, danke. Gottes Segen. Jo, nicht so ganz. Alle danke. Ciao, ciao. Ja, die Charismatiker bitten um den Feuersee, Amir. Kannst du dir mal vorstellen? Die bitten, werf uns in den Feuersee. Ja,
Ja, du hast gerade zugehört. Das ist echt heftig. Also ja. Ich kenne das ja von diesen ganzen charismatischen Bewegungen aus Amerika. Ne? Das schreit die ab. Fire! Fire! So, ne? Fire in the name of the Holy Spirit! Fire! Also keinerlei Sicherheit, kein Besonnenheit. Das ist wirklich so. Wow. Amir, die Leute im Chat wollen schon wieder, dass du die nimmst. Die schreien förmlich danach, dass du sie nimmst. Das ist ganz, ganz übel. Ganz, ganz schlimm. Amir, nimm mich ran. Nein. Ist das, hey, Amir, Leute. Leute. Du hast keine 1000 Abonnenten. Alle, die keine 1000 Abonnenten haben, können nicht hier rein. Das hat TikTok so festgelegt. Ab 1000 Abonnenten kann man hier rein. Ab 1000 Euro auf dem Konto. Alle, die keine 1000 Euro haben, alle, die keine 1000 Euro auf dem Konto haben, können leider nicht hier rein. Alle, die 1000 Euro haben, mit Dr. Schildhaber haben wir reden. Die, die keine haben, rein. Alle, die müssen Geld haben. Ohne Moos nichts los. Bravo, Amir. Hi. Ohne Moos nichts los, Leute. Ihr wisst ich und deine Familie auch. Lisa. Was würdest du von mir halten, wenn ich zum Beispiel so ein Prophet wäre und ich hätte von Gott einen Vers bekommen, wenn ihr mit den Propheten reden wollt, dann würde ich die Almosen bieten, Lisa. Was würdest du von mir denken? Ich würde sagen, du bist der schlaueste Satan, der auf der Erde lebt. Aber schlau, aber trotzdem Teufel. Wahnsinn. Der war geil. Ja, du musst dir mal vorstellen, das habe ich ja gestern angeschnitten, das Thema. Als der im Koran steht, jetzt über 58, das Böhm, dass diejenigen, die mit Mohammed reden wollen, ihm erstmal Almosen geben, also Kohle. Also erstmal Kohle zählen. Ja. Eigentlich ist der Katholizismus und der Islam sich sehr ähnlich. Ja. Derselbe Geist, der beides ins Leben gerufen hat. Mohammed verkauft Grundstücke im Himmelreich und er lässt Ablassbriefe und die katholische Kirche hat genau dasselbe getan. Ne? Ja. Es gibt sehr viele Parallelen dazu, zueinander. Auch die Maria-Anbetung. Ja. Kannst du uns einen Gefallen tun? Was? Wir wollen alle, dass du Kamelpipi rezitierst noch einmal, ganz zum Abschluss das Lied singst. Ich weiß nicht, den Kamelpipi-Song? Ach, Lisa, den Kamelpipi-Song habe ich auch rausgebracht. Ehrlich jetzt? Ja, die Kamelpipi-Song. Hitsingle. Wo kann man den hören? Ja, den habe ich doch rezitiert, als du diesen einen Muslim da an Reden war, der uns versucht hat zu erklären, dass Kamelpipi gegen Krebs heilt. Ja, genau, richtig. Da fing das an, richtig. Ja, da habe ich doch rezitiert. Kamelurin ist sehr gut in Heilung. Und du brauchst viel davon. Dann geht dein Krebs ganz schnell weg. Eigentlich könntest du das ja aufschreiben für deine Patienten, weil du bist ja Doktor. Du kannst den Kamelurin aufschreiben auf Rezept als Doktor. Du bist ja der größte Sheikh. Deutschland! Wahrhaftige Nummer 1, ganz Deutschland. Der wahrhaftige Sheikh, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Den besten Sheikh mixt immer noch Dr. Abi. Sheikh Abu Abi. An den Titel hat er sich nicht gewechselt. Sheikh it, baby. Und Dankeschön an dir nochmal, Reza, ja, für deine ganzen Aufklärungen. Was wie alles machst und so, wenn Amir mal ein bisschen AFK ist und so. Ja. Du sagst die Wahrheit. Auch das mit der Wassertaufe, hoffentlich haben das auch viele mitbekommen, dass es alles symbolisch gemeint ist und so. Ja. Ich finde das klasse, dass du das auch noch nebenbei unterstützt, den Livestream hier. Finde ich klasse. Ja. Und ich danke dir, dass du mich nochmal in die Gruppe hinzugefügt hast. Gerne. Alle Dank dem Herrn Jesus. Wenn du Kann man dich auch so.
Genau, meine Frage wäre so, wenn man jetzt, sage ich mal, so private Fragen hat, was man jetzt nicht so öffentlich im Livestream sprechen möchte. Ach so, ja. Da kannst du mir, du hast ja meine Nummer, du kannst mir ja privat schreiben, genau, aber ich habe so wenig Zeit, wegen meiner Familie, wegen Arbeit. Dann ja, das glaube ich, bin ja selber auch beruflich. Ja. Deswegen nur, ich habe immer den Live immer nebenbei am Laufen und dann muss ich mich immer kaputt lachen über manche Leute. Aber das ist aber auch so, dein Bruder macht es aber auch so mit humorvoll. Ne? Der knallt das einfach so hin, sondern er macht auch damit Spaß. Er bringt Leute zum Lachen. Und das ist das Wichtigste, dass man Spaß an diesem Stream hat. Dabei noch was lernen kann. Da ist alles das Wichtigste, der Jesus ist das Wichtigste, dass die Leute auch, egal wie viel wir lachen und Spaß machen und hier und da, aber die sollten Leute doch den Fokus von Jesus mitlassen. Genau, das macht der Arme. Wir reden halt über alle Bestandteile, wir reden über verschiedene Themen, aber Jesus sollte immer Nummer 1 sein. Und deswegen bitte ich euch, entscheidet euch immer für Jesus Christus. Denn er ist Gott, der allmächtig wieder uns gleichgekommen ist, und Verständnis zu geben, den Wahrhaftigen zu erkennen. Und durch Jesus Christus ist der Wahrhaftige aufgetreten. So sieht er. So sieht's aus, Amen. Wahnsinn. Ja, möge uns der Herr noch weitere Möglichkeiten geben, so viele Menschen wie möglich die Augen zu öffnen und zum Herrn zu kommen. Wir wissen ja nicht, wie lange das noch geht. Amen. Es kann jede Sekunde in die Entrückung kommen und dann war's das, ne? Dann war's das, das ist wohl wahr. Deswegen trifft jetzt eine Entscheidung für den Herrn Jesus Christus, meine lieben Leute. Auch an alle Muslime, die hier drinnen sind. Recherchiert und forscht eure Hadithe, euren Koran nochmal richtig. Und guckt nicht auf irgendwelche Gelehrte hier in Deutschland. Die erzählen euch nie die Wahrheit. Glaubt es mir. Ja, absolut. Die erzählen euch nie die Wahrheit. Die versuchen immer alles schön zu reden. Ja, du weißt ja warum, wenn die Wahrheit erzählen würden, was mit denen passieren würde. wegen dem Staatsschutz. Der würde in den nächsten 5 Minuten bei denen vor der Tür stehen. Stell dir mal vor, die würden über Dschihad und Mohammeds Leben und so richtig erzählen, was er gemacht hat und dass wir das auch machen müssen. Das ist doch diesem Prediger, diesem deutschen Prediger passiert. Der wurde doch inhaftiert. Der hier mit Pierre Vogel und so viel abgehangen hat und so. Sven Lau. Du meinst Sven Lau. Genau, richtig. Ja, genau, sowas passiert dann, wenn man die Wahrheit. In Gender werden wir fliegen und Jungfrauen werden wir fliegen. Kennst du das Lied, was er gesungen hat? Auf YouTube? Ja, richtig, genau. Das ist in Gender werden wir fliegen und Jungfrauen werden wir fliegen. Ja, das ist Hardcore. Nee, ist Hardcore. Das ist wohl ehrlich, ey. Und der Sheikh Ibrahim, der antwortet auch nicht mehr so auf die Fragen. Hast du gemerkt? Jetzt hat er auch die Schnauze voll langsam. Super Saiyajin, ja, und so kann man damit. Super Saiyajin werden. Weil alle sich darüber lustig machen. Ja, das nimmt ja auch seine Kredibilität weg. Das nimmt ja auch seine Kübel, also seine geistige Kredibilität weg. Wer nimmt denn dann so jemanden noch ernst? Und Quatsch. Ja. Den kann man nicht mehr ernst nehmen. Den kannst du schon lange nicht mehr ernst nehmen. Der nimmt ja immer nur so Comedy-Fragen. Das ist das, wenn man mit Kindern abhängt und sich dann von Kindern auch noch beeinflussen lässt und solche Fragen dann als Frage dann in ihren gelockten YouTube-Videos und TikTok-Videos posten. Ja, das ist wohl wahr. Genau wie das eine Video, wo er mit diesem Mädchen da am Boxen ist und so, ne, vor der Kamera. Das habe ich nie getan. Genau, das hat er dann so abgeschrieben, ey. Das ist doch unglaublich. Für einen, der sich Sheikh betitelt, ne, das ist doch schon peinlich für die Muslime. Das ist doch schon peinlich, sowas, ey. Dass man überhaupt so einen Sheikh nennen kann, ey, das ist, weiß ich nicht, ey. Ey, die beste Frage, ey, man lebt in Schweinfurt, darf man denn da überhaupt leben, wegen dem Namen Schwein, ey. Schweinefleisch und so eine Scheiße. Oder in Minecraft Schweinefleisch essen. Was sind das denn für Kinderfragen, bitte? Ey, so ein Schicht kannst du doch nicht ernst nehmen. Ja, alleine die Frage auch zum Paradies. Kriegt man da Freimann Ferrari fahren? Kann man da Playstation spielen? Genau, richtig. Und der antwortet da drauf. Ernsthaft. Der antwortet wirklich ernsthaft da drauf. Da sagt er, ja, Ferrari kriegst du. Ja.
Du kriegst PlayStation 300, weil ich glaube, die PlayStation 6 oder was ist momentan draußen. Und du kriegst PlayStation Prototyp. Die PlayStation 6 mit 72 Jungfrauen, die ich dabei noch verwöhne. Wie du da oben am Zocken bist, ey. Das ist doch in Ferrari. Wahnsinn, ey. In Ferrari PlayStation 6 mit den ganzen Jungfrauen und da rumfahren. Ja. Nein, alleine schon diese Vorstellung, diese weltliche Vorstellung. Das ist doch ein Märchen. Das ist ein Märchen. Ja, die Muslime, die denken, dass das so langweilig sein muss mit Gott, dass man denkt, boah, jetzt geht der mir ja voll auf die Nerven, der Gott, jetzt seit 100 Millionen Jahren. Jetzt, boah, jetzt brauche ich aber ein bisschen Abwechslung mit PlayStation. So denken die. Ja, das ist wirklich so, wie du sagst. Das ist ehrlich. Das ist denen nicht bewusst, was die da sagen. Wenn die sagen, gibt es da PlayStation und gibt es da Ferrari. Ja, die denken, Gott ist so langweilig, dass man denkt, boah, jetzt brauche ich aber auch eine Frau für eine Nacht wieder mal. Die verstehen nicht, dass Gott der Allmächtige, wenn er dich erleuchtet oder wenn er dich erfüllt mit seiner Herrlichkeit, dass du dann noch so billige Sachen wie hier PlayStation brauchst. Oder eine Harley-Davidson so. Mit so einem Harley-Davidson fahren, mit solchen Geräuschen da im Himmel, dass du das benötigst. Mit so breiten Reifen hinten und nie tiefer gelegt. Daran kannst du sehen, dass die denken, dass wirklich Gott langweilig ist. Ja, das ist wirklich so. Das ist das, was viele Muslime einfach nicht begreifen wollen, nicht verstehen wollen. Die gehen zu irgendwelchen Gelehrten und erzählen ihnen so einen Scheiß, weißt du? Gott ist so, ja, Gott macht dies, Gott macht das. Was die glauben das auch. Ja, was wollt ihr denn schon machen im Himmel? Ist doch voll langweilig da so bei euch. Gibt's da nichts? Gibt's kein Sex? Gibt's nichts? Sagen die ja. Das heißt, die wollen freiwillig. Ich gehe in die Hölle freiwillig. Ja, genau. Die wollen gar nicht mit dem Schöpfer zusammen sein. Die wollen einfach diese irdischen Glücke da wieder weitermachen. Die wollen gar nicht zu Gott. Die wollen nicht Gemeinschaft haben mit dem allmächtigen Gott, bei ihm sein. Bruder Reza, ich habe eine Frage, ja? Bruder Reza. Ja. Hallo? Ja, verstehe ich das jetzt richtig? Du kannst dir im islamischen Himmel alles wünschen, richtig? Ja, alles, was du willst. Das heißt, du kannst dir wünschen, ein Gott zu sein, richtig? Ja, wenn du dir wünschst. Das ist doch kein normaler Himmel. Dann ja, dann wärst du auch zu Gott. Das ist ja kein normaler Himmel. Das ist ja total Wahnsinn. Also, das ist Wahnsinn, wenn man nur die Vorstellung hat. Man kann sich alles wünschen, ne? Wirklich alles wünschen, wie so ein Genie. Weißt du, wie bei Aladdin die Wunderlampe, weißt du? Man kann sich alles wünschen. Ja, das ist so deren Glauben. Ja, das ist ja auch falsch. Die glauben an sowas falsch. Halt. Das ist ja das Skeptige. Wie du schon sagtest, was ist, wenn ich Gott sein will? Was ist, wenn ich zum Beispiel Gott sein will? Dann muss der Allah ja mich auch zu Gott machen. Ja, richtig. Alles, was du willst. Alles, was dein Herz begehrt. Jetzt kann man der Fantasie frei laufen lassen. Ja, die werden alle, ja. Die werden alle Wünsche. Das heißt, es gibt keine Grenze so deiner Fantasie. Sind. Das sagen immer die Gelehrten. Alle deine Wünsche werden erfüllt, wenn du ins Paradies kommst. Alle. Dass man sowas glaubt, ja, was ist, wenn das Ego mal nach 300 Milliarden Jahren langweilig wird mit seinen 72 Jungfrauen und dann denkt man ja, boah, jetzt will ich zum Beispiel, dass meine 72 Jungfrauen Schlammkettchen machen mit den 72 Jungfrauen von dem anderen. Verstehst, damit da ein bisschen Feuer reinkommt in diese langweilige Bude. In die langweilige Bude von dem, ja. Ja, so Nacktkettchen im Schlamm. Ja. Ja, aber das Traurige ist ja, die gehen ja alle ins Verderben rein, weißt du? Und das ist ja das Schlimme, dass die jüngere Generation, ey, so einen ganzen Scheiß auch noch glauben tut, ey. Die rennen alle ins Verderben. Reza, hallo, hört man mich? Jo, man hört dich jetzt, ja. Ja, sehr gut. Ich wollte einmal auf die Frage, du hast vor 20 Minuten ungefähr mit einem geredet und zum Schluss konnte man ihn ganz schlecht hören. Der meinte mit den, nehmt euch Juden und Christen nicht zu Freunden, dass das im Koran steht, ne? Ja, richtig, ja. Reza, bist du noch da? Ja. Der ist noch da, ja, also der hört dich.
Okay, nee, und dann wollte er, glaube ich, diesen Spenker machen auf die Bibel, dass da irgendwie drin steht, stellt euch mit Ungläubigen nicht unter ein Joch und man soll mit der Finsternis keine Gemeinschaft haben, aber dass das ja trotzdem was ganz Verschiedenes. Aber ich glaube, diesen Spenker wollte er machen. Vielleicht kannst du das nochmal erläutern für die Zuschauer. Ja, da ist eine Parallele, aber das eine ist eben, dass wir keinen Hass und Verachtung pflegen gegenüber unseren Mitmenschen. Wir sollen nur keine enge Gemeinschaft haben mit ihnen, weil eben die Ungläubigen, die nicht wiedergeboren sind, zum Beispiel, die sind ja in der Sünde und wir müssen uns von der Sünde ja fernhalten. Das heißt, wenn du mit denen unterwegs bist, ein Beispiel, die reden einfach so dahin mit, was weiß ich, ey, du kannst mir einen so und so, weißt du, was ich meine? Mhm. Und wir dürfen uns ja nicht verunreinigen. Oder die Ungläubigen wollen sich besaufen oder was weiß ich was machen. Und ihr Unglaube kann auch abfärben und uns verunreinigen. Weil sie eben der Sünde ja immer noch, weil die Sünde pflegen, kann immer dieses unheilige Leben, was die nicht wiedergeborenen Freunde führen, uns dazu verleiten, das mitzumachen und uns zu versündigen. Daher sollen, weil wir geheiligt sind, gereinigt sind, sollen wir nicht in einem gemeinsamen Joch mit Ungläubigen sein. Das gilt vor allen Dingen in der Ehe. Weil wir in der Ehe den höchsten Joch eingehen mit einem anderen Menschen. Die tun uns unter einem Joch bei der Ehe. Mit einer Frau jetzt oder weiß nicht, der Frau mit dem Mann. Und da dürfen wir auf gar keinen Fall jemanden heiraten, der nicht im Herrn Jesus Christus ist. Auf gar keinen Fall. Da steht das so in der Bibel auch? Unter einem Joch. Ja, das ist damit gemeint. Unter einem gemeinsamen Joch. Genau. Also enge Freundschaften pflegen oder Ehe. Natürlich, wir lieben unsere Freunde, die nicht beim Herrn sind, aber wir pflegen keine große Gemeinsamkeit mehr mit ihnen. Was aber das mit dem Koran? Der Koran meint das aber anders. Der Koran meint das feindlich. Genau. Sie sind aneinander Freunde und wenn jemand von euch die Christen und Juden zu Freunden nimmt und zu Beschützern, der gehört zu ihnen. Das heißt also, Allah schmeißt die Muslime auch noch raus aus dem Glauben und sagt, ihr seid Juden und Christen, ihr seid keine Muslime mehr. Ja, stimmt. Das ist bei uns nicht der Fall. Wenn wir zum Beispiel unsere Freunde wie damals, also bevor wir uns bekehrt haben, nicht mehr die Freundschaft pflegen, heißt das ja nicht, dass wir es auf einmal rausgeflogen sind aus dem Glauben. Ne? Also ein großer Unterschied. Und nicht unter Verachtung, sondern aus Liebe zu unseren Freunden wollen wir die halt zum Herrn bringen. Aber wir sollen natürlich, weil die eben in der Sünde sind, in der Sünde leben, im Wort, in Tat, in Gedanken sind diese Leute noch unter der Sünde. Deswegen haben wir keine Gemeinschaft mit ihnen. Gleichzeitig sollen wir auch wandelnde Zeugnisse sein. Das Prinzip im Islam ist ganz einfach. Das ist Liebe und Hass in Allah. Wenn du dich mit dem Thema auseinandersetzt, weißt du, was Allah von dir verlangt. Du musst also die Feinde des Islams hassen. Alle, die Mohammed und Allah so feindlich gegenüberstehen, auch ihn ablehnen als Propheten, feindlich gegenüberstehen und sie hassen. Aber die Muslime halt, die an Allah und seinen Gesandten glauben, Liebe zeigen. Liebe und Hass in Allah. Aber selbst untereinander hassen die sich ja ganz schnell, ne? Also von daher. Ja, nicht untereinander, wenn du mit einer falschen Glaubenslehre ankommst, wäre ich schwummelig. Ja, heftig, Mann. Das ist echt heftig. Nee, alles klar, das wär's erstmal von mir. Ich wünsche euch Gottes Segen und einen schönen Tag, mein Lieben. Gott segne dich. Ja, danke, gleichfalls. Segen. Bis bald. Was seid ihr für Abo-Hetzereien? Ja, also wir sollen natürlich nicht mehr mit der Welt, mit den Sündern große Gemeinschaft pflegen, aber in Liebe mit ihnen zu trotzdem verbunden sein und versuchen, die zu retten, zum Herrn Jesus zu bringen, zu retten. Ne? Aber wir sind ja der Welt abgestorben und dieser sündige Welt und deswegen haben wir eigentlich keine Gemeinschaft mehr mit den Sündern. Aber das ist ja auch logisch. Das ist nun mal, das liegt in der Natur der Sache. Ja. Wenn du abgestorben bist, dieser ganze Schimpferei, was wir damals immer geredet haben, ich äff deine Mutter und ich äff dies und ich äff das, weißt du noch, wie wir damals in der Welt geredet haben? Und jetzt sind wir ja geheiligt und gereinigt und der Sünde abgestorben. Und wenn wir dann mit solchen Menschen dann zu tun haben wollen, dann reden die so
Und du wirst dich ja wieder beschmutzen. Deswegen musst du dich absondern, damit du dich nicht beschmutzt. Du musst aufpassen, was du in deinen Geist hineingibst. Außerdem reden die manchmal schlecht über den Herrn, über die Bibel. Die spotten. Ja, was willst du mit der Gemeinschaft haben? Das tut dir ja weh. Ganz genau. Also absondern. Geht nur absondern. Geht nicht anders. Sagt der Psalm 1. Wohl dem, der nicht sitzt bei den Sündern und Spöttern, sondern sich absondert und Lust hat am Gesetz des Herrn und darüber nachsinnt Tag und Nacht. Das heißt, eine Absonderung muss da stattfinden. Weil wir auch keine Gemeinschaft haben dürfen mit der Sünde. Aber die bleiben trotzdem unsere Freunde. Wir haben sie lieb. Und wir wollen sie versuchen, für den Herrn zu gewinnen. Aber keine große Pflege mehr. Außerdem merken die es auch von alleine. Die merken, dass du jetzt auf einmal plötzlich ein neuer Mensch bist, den ganzen Tag über den Herrn redest, über die Bibel, Heiliger Geist, dann haben die sowieso von alleine keinen Bock mehr. Dann gehen die von alleine. Bruder Winter? Ja. Mir ist auch aufgefallen, zum Beispiel, du musst das mal sehen, wenn einer den Islam annimmt und wenn einer den Herrn Jesus wahrhaftig annimmt, du merkst auf einmal eine 180-Grad-Drehung. Feindesliebe, ja, Demut, Sanftmut, bedingungslose Liebe. Und bei den anderen, du merkst einfach, da hat sich was äußerlich verändert, aber nicht innerlich. Ja. Außen, fromm, innerlich immer noch der gleiche Mensch. Ja, das ist das. Es ist keine Veränderung hat stattgefunden. Diese Religion hat den Menschen nichts verändert. Es hat ihn äußerlich anders gemacht, aber nicht verändert. Und das heißt ja auch in der Bibel, wenn jetzt jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, wie ist alles neu geworden. Ja, so ist das. Absolut richtig. Nicht nur, dass sie nicht verändert werden, sondern die werden sogar zu schlimmeren Menschen, als sie vorher waren. Die fangen dann an, Dschihad zu machen und Leuten den Kopf abzuschneiden, was sie hätten vorher nie gemacht ohne Islam. Ich kannte ja ein... hörst du mich, Reza? Ja. Ich kannte ja einen Moslem, der war voll der normale Moslem, der hat ganz normal gearbeitet, so ganz normal Shisha-Bar, mit in die Bar gehen und irgendwann hat er sich so hart radikalisiert, dass er mir nicht mal die Hand gegeben hat. Der hat mir nicht mehr die Hand gegeben. So muss ich das. Ja, leider, das ist die schlechte Veränderung, wenn man zum Islam geht. Ja, das ist das, was Amir sagt, radikalisieren. Entweder wärst du richtig radikal oder du gehst raus. Ja. Aber ist das radikal? Das ist einfach eine richtige Bekehrung zu dem wahren Schrift. Ja. Ja. Wer ist denn neu dazu gekommen? Da hat einer einen Vers reingeschrieben, oder wie was? Lies mal vor. Ich weiß ja nicht, welcher das ist. Das schreibt ja Korinther. Erster oder zweiter Korinther? Weil dann könnte ich das vorlesen. Ja. Schreib mal bitte rein, dann wirst du das vielleicht erklären. Ah, erster Korinther. Ja gut, dann lesen wir einmal. 1. Korinther 11, 14. Ja. Also, oder lehrt euch nicht schon die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, langes Haar zu tragen? Absolut. Ne, Frauen, langes Haar, ihre Schönheit, die müssen das Haar lang wachsen lassen, deswegen schneiden die Manzen
Und die Lesben ihre Haare ab und sehen aus wie Männer, weil sie Männer sind, die Männer sein wollen. Und die weiblichen Frauen eben ihre Haare lang tragen. Das soll der Unterschied sein. Alleine auch vom Aussehen, ne? Dass der Mann und die Frau unterschieden werden. Auch aufgrund des Äußeres. Und der Mann soll eben kurzes Haar tragen, denn das lange Haar ist der Frau gegeben als eine Art Schleier. Ja. Und das ist der Mann muss kurze Haare tragen, die Frau langes Haar. Die Frau darf sich nicht ihre Haare abschneiden, sondern die Frau muss ihre Haare so lang wie möglich tragen. Das ist die Schönheit der Frau. Außerdem wissen wir ja, dass die Männer alle lange Haare schön finden bei Frau. Und Lessa. Hallo? Lessa. Ja. Was ist dann mit den Abbildern, wo Jesus abgebildet ist, mit blonden Haaren, lange blonde Haare und blaue Augen und sowas? So sah also Jesus dann aus, ne? Europäischen Jesus, ne? Ja, absolut falsch. Absolut falsch, ja, das sind Abbilder. Das sind falsche Jesusse. Das sind Abbilder. Stecken ja erst nach 1. Korinther 10, Vers 20, stecken ja hinter jedem Götzen Abbild und so weiter der Satan, ne? Dämonen. Ja, traurig. Aber auch, ich bin verkürzt. Mir hörst du mich? Ja. Aber wie die auch darauf kommen, genau den Herrn Jesus so abzubilden. Genau so. Woher wissen die denn, dass er so aussah? Und auch mit den langen Haaren, Augen, woher wissen sie das? Weil wir wissen ja nicht, wie er aussieht. Also haben sie irgendwas dazugefügt. Ja. Zumal der Herr Jesus ja auch Jude war und ein Israelit. Ja. Und du weißt ja, wie die Israeliten aussehen. Ne? Die sehen den Arabern ähnlich aus. Beziehungsweise die Araber sehen den Israeliten ähnlich aus. Ja, genau. Also das passt genau ins Konzept. Das passt also nicht ins Konzept, dass der Herr Jesus Christus so mit schwarz kurzen Haaren abgebildet wird, eventuell so einen Bart hat und sowas. Ne? Da braucht man lieber so einen europäischen Jesus mit so blonden, langen Haaren und blauen Augen und so. Das passt den Leuten besser. Genauso wie sie genau die Maria abbilden, wo man gar nicht weiß, wie sie aussah. Das musst du dir auch vorstellen. Die bilden sie ja ab wie so eine europäische blonde Frau. Sie wissen ja gar nicht, wie sie aussah. Das wird ja gar nicht genau beschrieben mit der Augenfarbe, Aussehen. Also wurde wieder was hinzugefügt, um der Masse da draußen zu gefallen. Ja. Das ist so traurig, dass so viele Menschen verloren gehen. Das ist so traurig, genau wie der Vortrag mit der Titanic. Es ist einfach nur schrecklich und traurig, wie der Satan sich totlacht. Der lacht sich tot über diese armen, verlorenen Seelen, die verloren gehen. Die Army, die arbeiten ja umsonst für den Herrn. Das musst du dir mal geben. Schau mal, du arbeitest einen ganzen Monat hart und kriegst keinen Lohn. Kriegst nichts. Und der Arbeitgeber, ich kenne dich gar nicht. Wer bist du? Wer bist du denn? Und du hast hart gearbeitet, geschuftet hast, du hast getan. Du hast gesagt, ich bin arm, ich habe doch gearbeitet. Ich kenne dich gar nicht. Wer bist du? Das ist echt heftig. Ja. Das ist so heftig. Und auch diese ganze LGBT-Fahne in den ganzen Kirchen. Frauen, die predigen, die das Wort Gottes missbrauchen. Traurig, traurig. Aber es wird eine schlimme Strafe für die kommen. Was ist Maria eigentlich für euch? Eine Art Brotkasten? Amir, da ist ein katholisches Leben. Das ist sehr, sehr schlimm. Sehr, 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 sehr schlimm. Mir ist auch aufgefallen, dass sie Maria höher machen als Jesus, habe ich das Gefühl. Ave Maria, Ave Maria, das weißt du? Warum haben ja, sie mit so? Ja, sie wird als das Nonplusultra angesehen, die Maria. Ja.
Herr Jesus wird so mehr oder weniger total ausgeschaltet. Du musst dir mal eine Predigt anhören, wie es bei der katholischen Kirche da vom Voran geht. Das ist echt heftig. Ja. Ja, wir wissen ja, was da abgeht. Danny, wir kennen alle deine Brotkasten. Wir wissen ja, dass diese ganzen obersten Katholiken, ne, involviert sind. Und wir wissen ja auch, welche Schiene die diese Masse da führen. Das stimmt nicht. Jesus Christus ist bei allen an erster Stelle. Würdet ihr den Herrn Jesus Christus wahrhaftig lieben, dann würdet ihr aus dieser Kirche rausgehen und von neu geboren werden. Der Herr Jesus sagt, ihr seid nicht von der Welt, denn wenn ihr von der Welt wäret, so hättet die Welt das eure lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, darum hasst euch die Welt. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir sind weitende Bürger. Wir haben mit dieser Welt nichts mehr zu tun. Wir sind dieser Welt abgestorben. Diese Gebräuche retten dich nicht. Guck mal, Armin, du wärst ja nicht als Christ geboren, sondern du entscheidest dich, ein Christ zu werden, indem du den Herrn Jesus nachfolgst. Diese bewusste Entscheidung. Und ein Baby kann dass du in einer christlichen Familie geboren bist, ist erstmal eine gute Sache, das dich aber nicht rettet, sondern du hast eine gute Möglichkeit, gerettet zu werden, wenn deine Eltern dir von Jesus Christus erzählen. Verstehst du das? Ja, genau. Deswegen sage ich immer wieder, es ist eine wichtige Entscheidung, weil man wird nicht als Christ geboren und sagt, ich bin Christ. Nein, du wirst erst Christ, wenn du dich entscheidest, den Herrn Jesus nachzufolgen. Und das Wort sagt ja, jeder, der mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich, folge mir nach, tagtäglich und verleugne sich selber. Ja, das wollen die meisten nicht, ne? Das wollen die meisten nicht. Ich habe auch noch nie in einer katholischen Predigt oder Kirche gehört, was der Schlüssel ist zur Wiedergeburt. Ne? Wie man wirklich gerettet wird, wie man in den Himmel kommt. Was ist die wichtigste Entscheidung? Habe ich nie gehört. Habe ich bis jetzt noch nie. Die Katholiken wissen es ja selber nicht. Weil sie denken, die Kirche rettet. Die Tradition retten. Und Amir, ich kenne so viele Katholiken, ne? Ich kenne so viele Katholiken. Du siehst die draußen, die da dann ihre Zap-Zarab-Geschäfte machen und dann sonntags mit ihrer Anzüge den Gottesdienst gehen. Das musst du dir mal vorstellen. Mensch ist so. Ja, der Mensch ist so. Selbst auch unter den Wiedergeborenen, die sündigen ja auch immer noch so, verstehst du? Aber das Bewusstsein zur Sünde ist eine ganz andere geworden. Das genau, aber diese Heuchlerei, die man so verschifft, und wir kämpfen gegen die Sünde an. Wir wollen ja nicht sündigen, wir kämpfen ja dagegen an. Verstehst du? So ist das. Weil wir leben ja in diesem sündigen Fleisch, aber diese Leute wollen äußerlich fromm sein, äußerlich vor den Menschen gut ankommen.